Ja, die Strukturierung von Immobilieninvestitionen im Ausland, das ist ein sehr spannendes und teilweise auch komplexes Thema. Ich denke, ein wichtiger Punkt, den man dabei beachten muss, ist, dass man drei Ebenen berücksichtigt. Also nicht nur die Investment-Ebene der Investition im Ausland selbst, sondern auch, für wen investiere ich, welchen Anleger habe ich im Hintergrund und auch investiert der Anleger über eine Fondsstruktur oder über eine Holdingstruktur. Warum ist das wichtig? Aus meiner Sicht drei wichtige Punkte. Erster Punkt ist, vielleicht kann der Anleger seinen steuerfreien Status, den er hat, im Ausland geltend machen. Das muss ich natürlich bei einer Auslandsinvestition im Blick haben. Zweiter Punkt, wir sehen durch die ganzen BEPS-Maßnahmen und ATAD 1 und 2 in allen europäischen Ländern Beschränkungen des Zinsabzugs auf Gesellschafterdarlehen. Wenn ich dieses Mittel nicht mehr habe, stellt sich die Frage, investiere ich vielleicht über einen regulierten Fonds im Ausland? Wir sehen Beispiele in Frankreich, Italien oder auch in anderen Märkten. Und aus meiner Sicht persönlich ist es extrem wichtig, ich habe solche Investitionen schon in über 40 Märkten beraten, seit über 20 Jahren. Sie brauchen ein eingespieltes Team, ein Team vor Ort, ein Team in Deutschland und vielleicht noch ein Team in Luxemburg, um hier effizient beraten zu können.